Alter Verwalter, das ist schon ein krasses Gerät. Was für eine heftige Rolle. Die neue Reef Electro Reaper. Eine 40er Konventionalrolle mit zwei Gängen. Einmal elektronischer Gang und einmal das normale Einkurbeln. Beides machbar auf dieser neuen Rolle. Die Frage ist natürlich, lohnt sich dieses Teil für 119.870,80? Also, mit dem letzten Update, und ich glaube, die meisten haben es ja auch schon gesehen, sind hier zwei besondere Rollen reingekommen. Einmal die kleine 20er und hier jetzt die 40er. Also doch schon ein deutlicher Unterschied. Beides Rollen mit Elektromotor. Hier passen bei der 0,32 mm Schnur 800 Meter drauf und hier passt fast das Doppelte drauf bei der 40er. 510 Meter passen hier drauf. Also, was macht man mit diesen Rollen? Wofür sind diese Rollen gedacht? Und lohnt es sich, das zu kaufen? Das ist natürlich die große Frage. Wenn RF4 jetzt solche Rollen ins Game bringt, brauche ich jetzt als ambitionierter Meeresangler so eine Rolle, damit ich auch hier endlich den letzten Lachs gezogen bekomme und den größten Hai endlich ranziehen kann und damit ich das auch easy peasy im Elektromodus einfach schön alles reinziehe, ohne dass ich hier großartig kurbeln muss? Die Antwort lautet natürlich nicht. Nee, das sind Endgame-Rollen. Allerdings wurde darauf geachtet, dass das keine Endgame-Rollen sind, die man unbedingt benötigt, damit man das Endgame erfolgreich und übertrieben leicht bewältigen kann, sondern das sind Endgame-Rollen für Spieler, die sagen, ja geil, Alter, da setze ich mich doch mal entspannt mit ins Boot und ziehe einfach ganz easy aus 200 Meter Tiefe den Trophy Rotbarsch entspannt nach oben. Ohne dass man da großartig Zeitverlust hat, denn das Ganze geht relativ schnell und einfach nach oben mit dem Elektromotor. Allerdings muss man da auch auf einiges aufpassen, beziehungsweise kann man diesen Elektromotor auch gar nicht die ganze Zeit verwenden. Wenn wir das Teil also verwenden, wo verwenden wir das denn am besten? Naja, im Idealfall nicht hier im Hafen und ziehen damit dann die kleinen Seeskorpione raus und ähnliches, sondern die Rolle hat ihre Stärke einfach in den tiefen Löchern. Bedeutet, wenn wir hier auf 200 Meter Tiefe unterwegs sind, 180 oder ähnliches, selbst hier auf 120 Meter, ist das schon ein sehr entspanntes und absolut komfortables Angeln damit, denn man lässt die Köder oder das Blei einfach runter, relativ schnell, gerade bei der Endbleimontage geht das ja zum Glück sehr schnell und dann ist man relativ schnell unten. Ich war heute im Stream hier in dieser Area und habe das mal getestet und das war richtig angenehm, weil man eben bei 190, 200 Meter sehr schnell angekommen ist und sobald dann da was reingegangen ist, einen Leng zum Beispiel, der jetzt vielleicht nicht ganz so schwer ist, dann geht man in den Elektrogang und zieht den Fisch einfach wieder rein. Das heißt also, wenn man dann ausgeworfen hat und man möchte den Fisch wieder reinziehen, stellt man einfach wie bei den anderen Konventionalrollen auch den manuellen Gang um auf den Elektrogang, also mit Steuerung und Shift. Zack, Elektromodus, manueller Modus. Das stellen wir einmal um und dann können wir einfach mit der linken Maustaste sofort in den Elektrogang gehen oder mit Doppelklick der linken Maustaste automatisch einkurbeln. Und das ist natürlich schon sehr entspannt. Also, das funktioniert sehr gut. Anfangs muss man dann natürlich auch erstmal ein bisschen mit klarkommen.
was sehr hilfreich ist, um damit besser klarzukommen und dass man auch direkt den Anschlag dann setzen kann, wenn da mal ein Biss ist. Ich werfe nochmal eben aus hier. Und ja, wenn man dann quasi das Ganze absinken lässt und man ist quasi in der Höhe, wo man sein will. Jetzt haben wir hier gerade Stehenbewegung in Grundnähe. Perfekt. Wir stellen um auf Elektromodus und in dem Moment machen wir nochmal so ein bisschen Spannung. Und dann läuft das ja, ne? Man ist ja quasi knapp über dem Boden und man hat hier Bewegung in Grundnähe. Man kann natürlich auch zusätzlich noch pilken, je nach Montage. Aber man ist eben in diesem Elektromodus drin und sobald der Biss kommt, zipp, hat man eben mit Highspeed auch den Anschlag und zieht dann den Fisch rein, wenn er nicht zu schwer ist. Und da kommen wir auch direkt wieder zu dem nächsten Nachteil bei dem Gerät. Denn es ist schon so, dass da Fische ab einem Gewicht von ungefähr 25, 30 Kilo, die machen da schon so ein bisschen Theater. Also heute wieder einen Heilbutt gehabt, 37 Kilo, der hat sich einfach schwer gemacht. Sowas zieht man natürlich partout nicht mit dem Motor raus. Selbst bei 15 Kilo wird es schon manchmal ein bisschen eng, je nach Fisch, der sich ein bisschen querstellt. Dann geht der Motor, man hört es deutlich, geht dann halt ein bisschen in die Knie. In dem Fall dann, zack, vom Elektromodus in den manuellen Modus wechseln und dann manuell weiter reinkurbeln. Denn, und da kommen wir hier zu den Übersetzungszahlen, die sind ja hier entscheidend. Wir haben hier eine sehr oder recht niedrige Übersetzung im normalen Kurbeln, im manuellen. Das heißt, der manuelle Modus ist quasi der Kraftgang und der Elektromodus ist der Speedgang. Das ist halt so jetzt der Unterschied. Also wir sind halt jetzt im Normalmodus im Kraftgang unterwegs. Bei den anderen Konventionalrollen sind wir ja im Normalmodus im Speedgang und stellen dann um auf den Kraftgang. Hier ist es andersrum. Der Speedgang ist dann, wie gesagt, hier der Elektrogang. Da haben wir hier 190 Meter in der Minute. Also es ist vom Tempo her doch deutlich angenehm. Das geht richtig gut. Und ja, hier mit einer Bremse von 38 Kilo ist das auch wirklich ausreichend. Die Bremse, ich hatte jetzt ja auch die Tage die ganzen Verschleißwerte mir angeschaut. Die Bremse verschleißt super gering. Absolut wenig und im Großen und Ganzen muss man sagen, das Teil ist absoluter Luxus. Was übrigens auch richtiger Luxus ist, sind die Uhren der Firma Holzkern. Natürliche Materialien, super schickes Design und das nicht mal zu Luxuspreisen und vor allem nicht mit dem Rabattcode Feierabend15, also 15% Rabatt auf die Produkte der Firma Holzkern. Der Link zu Holzkern ist unten unter dem Video. Und da findet ihr auch nochmal den Rabattcode. Also schaut gerne mal rein, was es da so Schickes gibt, ob für euch oder zum Verschenken. Ja, was ist denn jetzt das Fazit zu dieser Rolle? Macht das denn Sinn, sich dieses Teil zu kaufen oder für wen ist diese Rolle gedacht? Also, ganz klar, dieses Teil richtet sich an Spieler, die einfach wahnsinnig lange vielleicht schon im Game sind, schon seit vielen, vielen Jahren fast alles haben im Game und sich einfach denken, ach komm, das ist doch mal ein nettes Bonusteil, also eine nette Spielerei im Game, damit man einfach mal bequem am Nordmeer ist und entspannt ein bisschen auf die Fische gehen kann. Das ist absolut, wie gerade schon gesagt, nicht dafür gedacht, dass man sagt, okay, ich brauche unbedingt fürs Nordmeer dieses 120.000 Silber teure Gerät, damit ich hier klarkomme. Wenn ihr was sucht zum Klarkommen, dann empfehlen sich natürlich so Rollen wie die neue Borealica 40 DS zum Beispiel. Also das ist halt richtig solide, super wenig Verschleiß, richtig viel Schnurkapazität, top Übersetzung. Hier sieht man es nochmal relativ schnell beim normalen Einkurbeln und hier haben wir dann den Kraftgang mit 1,6 zu 1.
da ist dann halt richtig die Power drin. Damit zieht man dann eben auch die dicken Brocken deutlich entspannter nach oben. Und hier, wie gesagt, mit den 4,0:1, das ist immerhin noch relativ schnell. Und damit hat man dann eben auch Spaß und kann eben damit ja richtig effektiv hier die dicken Brocken rausziehen. Auch das Teil ist natürlich nicht günstig und auch das Teil richtet sich absolut ans Endgame und an die Spieler, die quasi auch schon alles haben im Game und sich dann eben auch da auf die ganz schweren Brocken konzentrieren. Der Einstieg ins Meeresangeln, ich glaube, da ist man hier mit sowas wie einer Tiger auch richtig gut bedient. Preislich absolut erreichbar im Game, auch gar nicht so hoch. Also das ist wirklich ja, lohnenswert für die ersten dicken Brocken am Endgame. Das Setup hier oder mit der Rolle kann man eben auch einen 180 Kilo Setup verwenden. Ja, und dann wie gesagt hier diese Elektrorollen. Das ist halt wie gesagt absoluter Bonus. Also für alle die, die sich ganz entspannt auf ihrer Luxusjacht zurücklehnen und dann mal schön gechillt mit dem Elektromotor ein paar Kabeljau rausziehen. So, auf die Art, auf entspannt und ein bisschen übertrieben und ein bisschen überflüssig, aber auch irgendwie geil. So, das ist das Teil. Und wäre das nicht geil, so ein Ding einfach zu bekommen? Von RF4? Bam! RF4 haut's raus. Ja, eine schöne Elektroraptor 40 für satte 120.000 Silber, Alten. 120.000 Silber auf dem Nacken von RF4 für einen von euch. Geile Aktion. Dickes Dankeschön an RF4 für die Aktion. Mega krass. Also RF4 sponsort eine Rolle. Eine dicke, fette Elektrorolle. Und wir hatten das ja beim letzten Mal schon so ungefähr gemacht. Und ich würde sagen, wir machen das diesmal auch so. So, um mitmachen zu können, schreibt unten in die Kommentare Hashtag RF4 und dazu, was ist euer Lieblingsfisch? Achtet darauf, damit der Algorithmus euch nicht rauskickt in den Kommentaren. Das muss halt komplett alles so sein, damit man den ganzen Satz schreibt. Wenn man da nur reinschreibt, Hashtag RF4 oder sowas, wird sowas immer ignoriert. Oder ihr werdet vielleicht einfach automatisch von dem YouTube-Algorithmus rausgekickt. Wollen wir nicht. Von daher, schreibt einfach mal rein, was wäre denn so euer Zielfisch mit der Elektrorolle? Und also einen kleinen Satz dazu, Hashtag RF4 mit rein. Und dann toi, 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 dass das was wird. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich werde diese Rolle noch eine ganze Zeit lang weiter jetzt nutzen und werde gucken, wie sich das noch weiter verhält mit den Verschleißwerten auf dem Gerät. Also, da bin ich super gespannt, wie sich das verhält jetzt von den Verschleißwerten. Mittlerweile, also seitdem ich das Teil habe, bin ich jetzt hier bei 6,8% auf dem Motor, Getriebe bei 3,5, 6,5 auf dem Kugellager und so weiter, 7,9% Verschleiß auf der Schmierung. Da hatte ich letztens im Stream schon gesagt, es ist zu überlegen, ob man bei den ganz großen Konventionalrollen, selbst auch bei sowas wie der Borealica oder sowas, nicht einfach schon mal eher hingeht und das Öl vielleicht noch mal ein bisschen eher austauscht, ein hochwertigeres Öl wieder drauf macht, das Extra Solid zum Beispiel, damit man nicht im gleichen Zug, vielleicht hier beim Kugellager oder eben beim Getriebe, den Verschleiß so nach oben pusht. Also bevor der Verschleiß halt weiter hochgeht, vielleicht doch noch mal ein bisschen eher das Öl austauschen. Das ist nicht so teuer wie ein hoher Verschleiß auf dem Getriebe. Wäre zu überlegen. Ihr könnt ja auch noch mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so seht, ob das vielleicht sinnvoll ist bei den schweren Konventionalrollen. Ich würde sagen, das ist es. Kurzes Review zu der Elektrorolle. Einsatzbereich, wie gerade schon gesagt, fürs Tiefseeangeln. Nicht die schwersten Brocken, sondern eher so im entspannten Mittelfeld. 30, 40 Kilo reicht absolut, wenn was Großes dran geht.
ja, ist man trotzdem noch in der Lage, das die großen Brocken reinzupumpen. Ich habe einen 120 Kilo Heilbutt damit reingezogen. Dauert ein bisschen länger, aber wenn man da einfach konstant auch im manuellen Modus die reinzieht, bekommt man die auch locker reingekurbelt. Also das ist auch absolut machbar. Ja, wildes Teil und wie gesagt, absolut was für Leute, die einfach schon alles haben. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Und jetzt gerade noch, ja, die nächsten Tage auch noch weiter. Jeden Tag am Nordmeer. Ich brauche noch ein paar Trophies. Petri, bis zum nächsten Mal.